Okay, hallo, willkommen, hallo, Litora. Hallo, Devan. Hallo, ihr lieben anderen. Lieben alle Schön, euch uns zu eine sehen. selbst. Frohe Weihnachten, frohe Weihnachten. Santa Claus is coming to town. Er ist hier. Magst du vielleicht mal die Lektion lesen, Dara? Lektion 359. Mhm. Die Antwort Gottes ist irgendeine Form des Friedens. Jeder Schmerz ist geheilt, alles Elend ist ersetzt durch Freude. Alle Gefängnistüren sind geöffnet und jede Sünde wird lediglich als Fehler aufgefasst. Vater, heute wollen wir deiner Welt vergeben und die Schöpfung deine eigene sein lassen. Wir haben alle Dinge missverstanden. Aber wir haben aus den heiligen Söhnen Gottes keine Sünder gemacht. Was du als sündenlos erschaffen hast, das verweilt so immer da und ewig. Das sind wir. Und frohlockend lernen wir, dass wir Fehler machten, die keine wirklichen Wirkungen auf uns haben. Sünde ist unmöglich, und mit dieser Tatsache ruht die Vergebung auf einer sicheren Basis, die fester als die Schattenwelt ist, die wir sehen. Oh, darum, du musst dein Mikrofon. Sorry, ich habe gerade die Ja. anderen Mikrofone erstmal. Hilf uns vergeben, denn wir möchten erlöst sein. Hilf uns vergeben, denn wir möchten Frieden haben. Ja, diese letzten beiden Sätze, die haben mich auch in dem Sinne wirklich berührt, ne? Dass die Vergebung ruht auf einer sicheren Basis, die fester als die Schattenwelt ist, die wir sehen, die ich sehe. Ne? Und Vater, hilf uns, hilf mir vergeben, denn ich möchte erlöst sein. Hilf mir vergeben, denn ich möchte Frieden haben. Ne? So, alles geht hier ganz klar in die Richtung der Vergebung über die Befreiung und Loslösung der Schattenwelt, die ich wahrnehme. Das heißt, über die Schattenwelt, das sind ja die Körper, die ich im Außen sehe, als Körper, als ich mich selbst sehe und insgesamt jede objektive Wirklichkeit, die ich als Welt bezeichne. Und das ist hier dann die Vergebung in der Gesamtheit, dass wir auch Gott selbst für seine wirkliche Welt vergeben müssen, weil ja in der Vergebung unsere meine eigene Idee der Welt, die ich gemacht habe, aufgelöst wird, ne? Nach Hause geht. Ist doch eine wunderbare Botschaft, nicht wahr? Ja, also als ich die Lektion heute gelesen habe, geht es mir ganz ähnlich, Devavan. Ich habe auch genau diese letzten zwei Sätze, wo ich dachte, oh ja, genau, das ist es. Es geht um Ja. nichts anderes. Ich muss die Erlösung, ich muss die Sühne, ich muss die Vergebung für mich annehmen. Und ich meine, das Gute ist, wir sind da einfach echt nicht alleine. Ne? Wie es hier steht, hilf uns vergeben. Ich bin noch nicht mal da drin, alleine zu vergeben. Ja. Also ich habe die Macht des Himmels auf meiner Seite, ne? Und trotzdem kann es nur in meinem eigenen Geist passieren und muss es nur in meinem eigenen Geist passieren. In dem Sinne gestehe ich mir schon voll und ganz ein, dass ich der Einzige bin, der die Welt sieht, ne? Und in dem Sinne alles gemacht habe, alles erfunden habe, alles gegen mich selbst gehalten habe, alles definiert habe, alles dem die Bedeutung gegeben, die es für mich hat, ne? Und ich
zirkuliere sozusagen mit dem vergangenen Lernen in die einen oder ein bisschen abgewandelten Bedeutungen. Aber nur Gottes Bedeutung kann mich wirklich befreien. Ne? Und das ist die wirkliche Bedeutung. Ich bin nicht allein darin, weil die Schöpfung ja nicht unterbrochen werden konnte. Ne? Gott ist nach wie vor hier. Ne? Ja. Und Aber wir ich kann sind nicht ihm. wirklich darauf warten, dass jetzt meine Bruderprojektion, ne, hier wirklich sofort mit mir einsteigt und sagt, hey, okay, lass uns hier rausgehen und alles vergeben und ich bin absolut mit dir. Ne? So, das ist wirklich schon die Reflexion des wundergesinnten Geistes. Ne? In erster Linie geht es darum, dass ich eine gefestigte Ausrichtung für mich bestimme und auch annehme. Ja, und du hast so ein schönes Stichwort gesagt. Ich bin gestern auf den vergessenen Gesang gestoßen, wo das genau auch nochmal so schön drin beschrieben ist, dass es nicht notwendig ist, dass wir durch Schmerz lernen. Für mich auch gerade nochmal eine spannende Erfahrung. Mich hier irgendwie echt zu entscheiden, okay, ich habe hier Schmerz gewählt, weil das ist, was ich gerade wahrnehme und ich kann mich umentscheiden, weil das ist nicht das, was Gott für mich will. Ich kann als glücklicher Schüler lernen und das habe ich total missverstanden. Auch das habe ich total missverstanden. Ich mag das hier gerade mal kurz lesen. Das ist Kapitel 21, Seite 447. Es ist nicht nötig, durch Schmerz zu lernen. Und sanfte Lektionen eignet man sich freudig an und froh erinnert man sich ihrer. Das, was dich glücklich macht, möchtest du lernen und nicht vergessen. Es ist nicht dies, was du verneinen würdest. Deine Frage lautet, ob die Mittel, durch welche dieser Kurs erlernt wird, dir jene Freude bringen werden, die er verspricht. Wenn du glaubtest, dass es so ist, wäre es kein Problem für dich, ihn zu lernen. So, und da ist echt mein Missverständnis, dass ich denke, ich muss hier irgendwie die harte Lektion, ne, so. Wie wir das oft in der Schule lernen. Es muss hart sein, es muss schwierig sein oder manchmal irgendwie Eltern oder Menschen uns erinnern, die uns das so scheinbar beibringen oder erzählt haben und dann haben wir das so übernommen und zu bemerken, nee, das stimmt nicht. Durch Freude lerne ich am besten. So, da geht es leicht, da geht es lang und dann, und da ist auch wie so, da bin ich total unterstützt da drin. So, und sobald ich wahrnehme, okay, hier ist gerade Schmerz, dann kann ich mich anders entscheiden. Ja, und trotzdem ist es wichtig, dass wir zuerst hinblicken, warum wählt denn der menschliche Geist überhaupt durch Schmerz zu lernen, ne? Offensichtlich besteht da ja eine Investition darin, es anders zu sehen, als wie Gott es sieht, ne? Das heißt, der menschlich-konzeptionelle Ego-Geist hat eine Investition darin, es nicht so zu sehen, wie Gott es sieht. Und der Schmerz ist in dem Sinne mein Lehrer. Ne? Er lehrt mich, okay, es gibt eine ganz andere Art und Weise, die Dinge zu sehen. Ich muss erstmal überhaupt lernen, über all meine Bedeutung und meine Körperidentität hinwegzublicken, hinwegzuschauen. Ne? Und das wird automatisch den Schmerz wegräumen. Ne? Ich kann natürlich schon rumgehen und sagen auch, na gut, ich mache das mit meiner Kraft meines Geistes und mache halt mantramäßig, denke ich den Schmerz weg. Aber in Wirklichkeit muss ich erkennen, dass ich ja einen Nutzen habe von dem Schmerz. Ne? Und erst wenn ich diesen Nutzen loslasse,
wird der Schmerz automatisch verschwinden. Ja? Solange ich diesen Nutzen habe, wird der Schmerz als Lehrmeister neben mir stehen und mich hinweisen, dass es eine andere Art und Weise des Sehens gibt. Ja? Und dann darf ich lernen. Ne? Und das ist ja tatsächlich dieser Satz in der Lektion 132. Ne? Ich befreie die Welt von allem, was ich dachte, dass sie sei. Ne? Was außer meine eigenen Überzeugungen hält die Welt in Ketten? Ne? Der Schmerz ist ja, wo ich erfahren darf, wie ich mich selbst in Ketten halte. Ne? Und was außer meine eigenen Überzeugungen? Ne? Ich bin ja als Mensch überzeugt, dass diese Welt, die ich wahrnehme, wirklich ist, dass dieser Körper mit seinen Symptomen, wie sie aufscheinen, wirklich ist. Ne? Und hier darf ich ansetzen an meinen Überzeugungen. Ne? Und da sind auch so ganz wunderbare Aussagen und Fragen, auf die ich gestoßen bin in der Lektion 165. Ne? Lass meinen Geist den Gedanken Gottes nicht verleugnen. Und die Lektion 165 beginnt damit, ne? Was lässt diese Welt wirklich erscheinen? Was, wenn nicht deine eigene Verleugnung der Wahrheit, die dahinter liegt? Da setze ich an. Ich setze an mit meiner eigenen Verleugnung der Wahrheit. Ja, das ist, warum ich hier bin. Das ist, warum ich auch Weihnachten feiere und meinen Geist ins Licht entlasse und schon aufwache, immens viel Licht in meinem Geist. Ne? Weil ich aus einer vergangenen Idee komme, wo ich aktiv die Wahrheit verleugnet habe. Was außer meinen Gedanken von Elend und von Tod verschleiert das vollkommene Glück und das ewige Leben, die dein Vater für dich will? Und was außer Illusionen könnte verbergen, was nicht verborgen werden kann? Was könnte das von dir fernhalten, was du schon hast, außer deine Wahl, es nicht zu sehen und zu verleugnen, dass es da ist? Ja? So im menschlichen getrennten Bewusstsein will ich die Wahrheit, will ich das Licht, will ich diesen Kontakt mit Gott nicht sehen. Das ist ja vollkommen neu, dass wir zusammenkommen hier und sagen, ja, das ist, was ich will. Ich will den Kontakt mit Gott. Ja, ich will, wie er sehen. Ja, das ist ja neu. Dass natürlich am Weg bestimmte Reparaturarbeiten verrichtet werden, ist auch klar. Ne? Ich habe zum Beispiel gestern einen Weihnachtsfilm gesehen. Da sind die zwei Buben und der Holiday in the Vineyards heißt. Und der Erwachsene und die zwei Buben, die rennen oder ich weiß nicht mehr genau, ob sie es mit irgendeinem Skateboard oder mit ihrem Fahrrad, die fahren, vor dem Haus steht die Krippe mit dem Jesukindlein darin und die fahren die Krippe um und ein Bein der Krippe bricht ab. Und so der erwachsene Mann kommt dann dazu und sagt, okay, was machen wir jetzt mit dem? Und die beiden Jungs sagen, kannst du ein Wunder wirken? Und seine Antwort ist, ja, ich bin ein Zimmermann und ich kann es reparieren. Und das ist eine ganz wesentliche Aussage. Er geht nicht her und versucht es spirituell zu lösen. Er geht her und erklärt ihnen, das Wunder ist meine Fähigkeit, als Zimmermann diese Krippe wieder zu reparieren. Und das ist eine wesentliche Lektion, wie ich eigentlich in der Aktion, wie es in meinem Traum aussieht, erstmal sehe, okay, ich gebe Cäsar das, was Cäsar gehört, ich gebe Gott das, was Gott gehört und ich bleibe in meinem Geist, aber immer ausgerichtet auf Gott und auf die Bedeutung Gottes und auf das, wie ich es sehen kann, wie der Heilige Geist es sieht.
Und das ist letztendlich ein Gebet, dass wir so ansetzen, dass es nicht ein Bitten wird oder ist um etwas in der objektiven Wirklichkeit, sondern zu dieser Ausrichtung uns begleitet. Ne? Das ist tatsächlich, ich habe das über die 12 Schritte wirklich erst realisiert. Ne? Es ist ein Beten für die Stärke. Vater, gib mir die Stärke. Ja, dein Wille geschehe. Ich bitte um deinen Willen und die Stärke, damit ich so sehen kann, wie es in deinem Geist ist. Damit ich alle Dinge so sehen kann in meinem Traum, wie sie wirklich sind. Natürlich ist es ein Hindurchblicken, ein drüber hinwegblicken von all den Bedeutungen, den illusionären Bedeutungen, die ich Ihnen gegeben habe. Ja, das ist das, was ein bisschen weiter hinten steht bei dem vergessenen Gesang. Die Noten sind nichts. Dennoch hast du sie in dir bewahrt, nicht um ihrer selbst willen, sondern als sanfte Erinnerung an das, was dich zum Weinen brächte, wenn du dich bloß erinnertest, wie teuer es dir war. Du könntest dich erinnern, doch hast du Angst davor, weil du glaubst, du würdest die Welt verlieren, die du seither gelernt hast. Und dennoch weißt du, dass nichts in der Welt, die du gelernt hast, dir auch nur halb so teuer ist wie dies. Horch und sieh, ob du dich an ein altes Lied erinnerst, das du vor so langer Zeit gekannt hast und das dir lieber war und teurer als irgendeine Melodie, die du dich selber seither lieb zu haben lehrtest. Jenseits des Körpers, jenseits der Sonne und der Sterne, hinter allem, was du siehst und doch irgendwie vertraut, wölbt sich ein Bogen goldenen Lichts, der sich, während du schaust, zu einem großen leuchtenden Kreis ausdehnt. Und der ganze Kreis füllt sich mit Licht vor deinen Augen. Der Rand des Kreises löst sich auf. Und was darin ist, wird nicht mehr zurückgehalten. Das Licht breitet sich aus und be bedeckt alles, dehnt sich unendlich aus und leuchtet immer da, ohne dass irgendwo ein Gesetz oder Unterbrechung wäre, eine Grenze oder Unterbrechung wäre. Darin ist alles in vollkommener Kontinuität verbunden. Und es ist unvorstellbar, dass irgendetwas außerhalb sein könnte, denn es gibt keinen Ort, wo dieses Licht nicht wäre. So, und jetzt höre ich mal auf zu reden. Na, ich habe echt Schmerzen gerade. Ja. Oh, ich vergib mir meine Schmerzen und Ja, und auch damit einfach zu sein, ne? Einfach da zu sein und auch zu sehen, dass in diesem Sehen mit ihm kann ich das sogar, auch wenn Schmerzen da sind. Das ist halt das neue Sehen dann, aber ich kann es lieb haben. Ne? Und alles, was ich lieb habe, kann ich auch mit Namen nennen. Ne? Ich kann dem einen Namen geben, ich kann es als Christuskind bezeichnen, ich kann ihm irgendeinen liebevollen Namen geben, ich kann in eine persönliche Beziehung damit eintreten, was ich ja eigentlich nicht haben möchte und loshaben möchte. Und diese persönliche Beziehung, in die ich dann eintrete, sehe ich, dass ich in Wirklichkeit offenen Herzens bin und es genauso lieb haben darf und letztendlich sogar lieb haben muss, wenn ich möchte, dass es sich in mir vereint und mit mir nach Hause geht. Weil alles ist da, weil es mit mir nach Hause gehen möchte. Ja? Wenn wir das Beispiel hernehmen von was immer für eine Affliktion, ne? Das will mit mir nach Hause gehen.
Ja. Und so in dem Moment, wo ich meinen Widerstand aufgebe, wo ich mich hingebe, wo ich es lieb habe, der Master Teacher hat gesagt, kannst du denn deinen Krebs lieben? Ja? Weil er ist nur dafür da, dass du in die Liebe eintrittst und damit eine neue Erfahrung machst. Weil in der neuen Erfahrung zeigt sich, dass du es bereits anders und neu sehen kannst, dass du über die alte Bedeutung hinwegblicken kannst. Und das ist etwas ganz was Inniges. Das ist etwas, was ich mit meinem ganzen Bewusstsein, mit meiner Seele treffen darf. Ja. Weil ich komme natürlich auch davon, ich will es loshaben. Ja. Ich will das nicht haben. Ja. Ich fühle mich nicht ganz, wenn ich das habe. Weil, aber es gibt überhaupt kein ganzes Körpergefühl in dem Sinne. Der Körper wird immer eine vorübergehende Natur aufweisen. Aber wenn ich es ganz treffe, treffe ich es ganz im Geist, als Gedanke selbst. Da findet die Heilung statt. Und dann kommen die verschiedenartigsten Gedanken vielleicht rein oder nicht, die ich lernen darf, die meinen Geist in die Lektion eröffnen. Wofür steht denn diese Wesenheit, die mir anscheinend diesen Schmerz erzeugt? Was ist denn wirklich ein Parasit anders? Gestern habe ich geteilt aus Kapitel 15, Gott und ich und wir sind seine Gastgeber. Ja? So ist auch für einen Parasit ist der menschliche Körper ist der Gastgeber. Ja? So. Was ist denn der Unterschied wirklich darin? Der Unterschied ist, dass der Parasit braucht zwar den Host, den Gastgeber, aber will haben, will für sich beanspruchen, saugt ihn aus, wenn es ein Wurm ist. Oder? Und Gott gibt, Gott dehnt sich aus, Gott fügt noch mehr hinzu. Gott zeigt, was das Ganze ist. Das ist der einzige Unterschied. So, ich kann jetzt diese begrenzte Idee, die ich gehalten habe und projiziert habe, als mein Ursache meines Schmerzes in meinem Geist umkehren und buchstäblich in meinem eigenen Annehmen der Qualitäten, die mir Gott zeigt und wofür Gott steht, für mich annehmen und somit mit dieser Wesenheit teilen. Und damit wird diese Wesenheit lichthaft und löst sich auf in seiner begrenzten Struktur, wird buchstäblich zu Gott selbst in mir. So, das ist, was ich lernen darf. All meine Begrenzungen, all meine begrenzten Projektionen, all mein Zurückhalten, weil ich bin doch der Parasit. Ne? Ich bin ja nicht getrennt von dem, was ich sehe. Und ich verändere die Denkweise darüber. Ich verändere darüber, wofür es in meinem Geist steht. Ich mache alles zu Gottes Licht, zu dem Christuslicht. Ja, das ist eine schöne Sichtweise. Die Welt steht wie ein Block vor Christi Antlitz. Die wahre Wahrnehmung jedoch schaut auf sie, als auf nichts weiter als nur einen dünnen Schleier, der so leicht aufgelöst wird, dass sie nicht länger als einen Augenblick dauern kann. Endlich wird sie nur als das gesehen, was sie ist, die Welt. Und jetzt kann sie nicht umhin zu verschwinden. Denn jetzt ist da ein leerer Ort, rein
und bereit gemacht. Wo Zerstörung wahrgenommen wurde, erscheint das Antlitz Christi. In jenem Augenblick ist die Welt vergessen, wobei die Zeit für immer beendet ist, während die Welt in das Nichts trudelt, aus dem sie kam, indem diese Wesenheiten in das Nichts trudeln, aus dem sie kamen. Das ist aus der Begriffserklärung der wahren Wahrnehmung und Erkenntnis. Das ist, was mir angeboten wird. Das ist wirklich, wie Vergebung funktioniert und was Vergebung ist. Wenn ich bereit bin, es so umzuwandeln, dass hier ein leerer Raum ohne meine Bedeutungen aus der Vergangenheit, ohne meine Begrenzungen, rein und was sagt er noch dazu und bereit gemacht ist, da sein darf. Eine Welt, der vergeben worden ist, kann nicht von Dauer sein. Sie war das Zuhause von Körpern. Doch die Vergebung schaut über Körper hinweg. Vergebung schaut über Körper hinweg. Vergebung schaut über alle Begrenzungen und manifestierten Wesenheiten hinweg. Das kann ich üben, das kann ich praktizieren. Und wenn ich da hinwegblicke, erkenne ich an, dass es in Wirklichkeit nie da war und nie etwas mir gemacht hat, mit mir oder gegen mich gemacht hat. Ja, für mich ist es gerade immer wieder die Frage, wo, was bin ich? Was will ich mich identifizieren mit was? Und diese Frage, was bin ich? Und ja, wenn ich gerade nicht daran glauben kann, weil mich scheinbar ein Schmerz zurückhält, zu sagen, okay, gib mir eine Erfahrung davon, dass ich vollständig und geheilt und ganz bin als Sohn Gottes. Und ja, wie du es vorhin gesagt hast, gleichzeitig zu fragen, wo halte ich mich hier gerade noch selber zurück, weil wozu dient mir das hier gerade oder woran hindert es mich, was zu tun? Und mir einzugestehen, wo halte ich mich hier selber gerade noch zurück? Und auch das mir anzuschauen ohne Urteil, mit dem Heiligen Geist draufzuschauen. Und das immer wieder neu zu üben. Ja, genau. Und diese Wesenheit, ne, das ist ja der Parasit als Ego selbst. Ne? Gib mir mehr, ich will mehr haben. Ja? Und wenn ich diesen Widerstand aufgebe und meinen Geist so ändere, ja, habe mehr, ich gebe dir alles. Ich muss lernen, all diesen begrenzten Ideen die ganze Sohnschaft anzubieten und zu geben, Gott zu geben, alles zu geben, was es gibt. Weil im Denken bin ich sowieso frei. Ich mag vielleicht nicht den Mund gut bewegen können, aber im Denken bin ich frei. Es ist sowieso immer nur eine Aktion im Gedanken. Ne? Ja. Ja, genau, woran glaube ich und was, wonach handle ich hier, ja, habe ich von
irgendwas nicht genug, also sage ich, nö, gebe ich dir nicht. Oder, ja, genau, es ist, sage ich, okay. Es ist unendlich da. Die Liebe ist unendlich. Also gebe ich, um zu erfahren, dass ich dadurch empfange. Ja. Und damit ist natürlich auch Heilung im Geist immer, immer gegeben, ne? In meiner Bereitwilligkeit, alles zu geben, weil ich es mir selber gebe, ne? Ist nicht nur die Aufmerksamkeit auf die körperliche Symptomatik nicht mehr so wichtig, sondern dieser Fokus, es zu lieben, Liebe auszudehnen. Weil das habe ich immer vermieden. Und ob wir das in persönlichen Beziehungen ausspielen, weil auch jede Wesenheit ist eine persönliche Beziehung, ne? Ob ich das jetzt mit anderen in einer besonderen oder in einer schon transformierenden Beziehung auslebe oder ob ich es mit irgendeiner solchen Wesenheit als Reflexion meiner selbst erlebe, ist ja gar kein Unterschied. Aber ich sehe, ich erkenne an, dass ich unzählige Gelegenheiten vorfinde, mich selbst zu lieben, mein Licht darauf zu scheinen, zu segnen, weil darauf wartet es. Und darin verbinden wir uns jetzt gerade. Wir sind gerade in dieser Anwendung, in dieser Ausdehnung. Da sind wir zusammen wieder in der Heilung, genau das, was noch diese Kluft offen gelassen hat, diese Unterschiedlichkeiten, diese Urteile, diese Kategorien. Und wir sind jetzt bereit, all dem mit Liebe zu begegnen. Wir sehen sofort, wie sich diese Liebe vergrößert. So überfließt, dass nichts davon ausgeschlossen oder zurückgelassen wird.
Wunderschönes, leuchtendes Herzlicht bist du. Aber danke, Christi. Ja, danke. Ah, das hat jemand geschrieben. Okay, ich dachte, das kam von dir. Ich darf genau mit denen Weihnachten feiern, die mir gegeben wurden. Wenn sie Schmerzverursacher sind, ne? Die sind mir gegeben, mit denen frohe Weihnachten, komm, komm. Ich lass dich abbusseln, haben wir das letzte Mal gesagt. Ne? Ich liebe dich, ne? Ich Ja, ich habe das küsse dich gestern. aus aus meiner Seele heraus. Ne? Hab das gestern so zynisch zu meiner Familie oder vorgestern meiner Familie geschrieben. Tolles Weihnachtsgeschenk. Aber es ist tatsächlich eins. Also es war erst aus einem Zynismus heraus, ja, und mehr zu erkennen, ja, was da für ein Licht ist. Ja. Und jede dieser Ideen, weil sie eine Idee meiner selbst ist, wartet darauf, von mir diese Ausdehnung und die Wahrheit zu empfangen. Verstehst du? Das wartet auf dich, dass du diese Ausdehnung teilst. Hey, ich habe das ganze Universum für dich. Bist du bereit? Ich gebe es dir jetzt. Ne? Ich teile es mit dir jetzt. Du willst ein bisschen haben? Ich gebe dir die ganze Enchilada, sage ich dazu. Und was wir dann sehen, das kennen wir aus unseren persönlichen Beziehungen. Dann laufen alle davon. Ne? Außer die, die das dann auch wollen. Ne? Ihren Geist bereits so geschult haben und so ausgerichtet sind, dass sie auch wirklich ganz bewusst sich darüber sind, ja, das will ich auch. Ich will auch den Frieden Gottes und nichts anderes. Die bleiben stehen. Alles andere läuft weg und verschwindet in nichts, wo es herkam. Und was immer für magische Heilmittel angeboten werden, die nehmen wir alle mit. Gegen die wehren wir uns auch nicht. Mir hat zum Beispiel jemand empfohlen, dass ich meinen Nabel einreiben sollte mit Rizinusöl für die Knieprobleme, die ich hatte. Ne? Habe ich natürlich genau da, wie ich es gehört habe, weil da war ich gerade in Österreich bei dem Sanjas Freund und er hat im Badezimmer ein kleines Fläschchen mit Rizinusöl, habe ich sofort eingerieben. Hat überhaupt keinen Sinn in meinem Geist gemacht, aber ich habe es genau so mitgenommen, wie es gekommen ist. Keinen Ja, Widerstand. ich habe eine tolle Medizin von dem Beduin bekommen. Ich habe keine Ahnung, Esel, Haare, irgendwas oder von dem Bein, irgendwas verbrannt. Ich habe keine Ahnung. Er hat mir das geschwarze Masse, weiß nicht, ich habe das drauf gemacht. Dann hat mich meine Familie angerufen. Die haben zusammen gesungen, haben gesagt, sie melden sich. Und ich so, und dann habe ich gesagt, okay, hier, schau mal, ich trage heute Bart. Also es ist wirklich, es ist, keine Ahnung, ich, normalerweise bin ich echt nicht so, ne? Also kenne ich von mir nicht, keine Ahnung, ich bin das ja zum Glück auch nicht und so. Aber irgendwie, was dann plötzlich so auftaucht an Dingen, es ist schon. Ja, weil, verstehst du, ich treffe mich ja auch auf meiner eigenen Zeitlinie. Das heißt, alles kommt aus irgendeiner Zeit, Epoche wieder zurück und will genauso mitgenommen werden. Ne? Das ist Vergebung. Ne? Dass ich es genauso mit, ah, so habe ich auch mal gedacht oder so habe ich es auch mal behandelt. Okay, nehme ich auch mit. Ne? Natürlich will ich jetzt auch keinen Widerstand haben gegen
gegen die neuere Medizin, die mir ein wirklich antiparasitäres Mittel verschreiben kann aus der Apotheke. Ne? Das ist, ah nee, das will ich nicht, weil nein, das alles nehme ich mit. Ich nehme Ja, alles genau. mit. Ja. 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 Wir werden wirklich zu ganz Mensch als Christus. Das liebe ich so sehr. Ne? Dass wirklich ich stehe total still in all meiner ganzen Vergangenheit. Ne? Ich nehme mich selbst aus der ganzen Vergangenheit mit. Und das ist wirklich was erforderlich ist. Ne? Ohne dass ich bereit bin, mich ganz mitzunehmen, mit all meinen Gefühlen, all meinen irrsinnigen Gedanken, wahnsinnigen Gedanken aus der Vergangenheit, werde ich nicht wirklich nach Hause gehen können, ne? Weil ja nur ich in meinem Geist erkennen kann, dass sie keine Wirkungen haben, dass sie nichts sind, dass sie bedeutungslos sind. Das ist das neue Denken, diese Möglichkeit, diese Fähigkeit, darüber hinwegzublicken, über die begrenzte Bedeutung hinaus, über diesen Hass, das war der Hass, über diesen Hass hinauszugehen. Ja, oder auch dieses, oh, jetzt nimmt es die oder jene Form an, wo ich dann plötzlich auch so merke, okay, woher weiß ich denn, was ist da drin gut oder schlecht oder richtig oder falsch? Keine Ahnung, weiß ich ja nicht. Ne? So, ich hatte die Idee, das muss kleiner werden, keine Ahnung. Und dann plötzlich zu bemerken, stopp, ich weiß es doch nicht. Was ist denn hier Heilung? Ich habe doch echt keine Ahnung. Vielleicht muss das einfach gerade durch, vielleicht, ne? So. Ich habe ja irgendwie alles, irgendwie geschieht ja so in dem Sinne, wie ich das gerade eingeladen habe und wie ich es lernen will und wie es meine Idee ist, dass es am effektivsten ist und was weiß ich. Ja, natürlich braucht es keine Zeit, ne? Die Heilung passiert unmittelbar und aus diesem Grunde ist sie gewiss. Aber ich wähle, wie ich das wahrnehmen möchte. Und vielleicht braucht es eine gewisse Zeit, damit ich diese Lektionen, dieses Neudenken, dieses Neuausdehnen und Erfahren auch eine Möglichkeit vorfinde in der Anwendung. Ne? So Zeit ist sowieso relativ, weil es ja ein Taschenspielertrick im eigenen Geist ist und eine vollkommene Illusion. Spielt alles keine Rolle. Ne? Ich muss mich zurücklehnen können und sagen, okay, was immer ich als Zeit definiert habe, gebe ich auch ein Ja dazu, weil es auch einen Sinn und Zweck erfüllt. Ich wähle Zeit, die nur ich für mich wähle, nicht aus keinem Grunde. Ich wähle es aus einem bestimmten Grund und innerhalb des Lernprozesses, innerhalb, wie ich Heilung so integrieren kann, dass ich tatsächlich sehen kann, dass nie etwas mit mir wirklich passiert ist. Ja? Wir sind in diesem Heilprozess im gesamten menschlichen Zustand, egal wie wir es definieren, von Anfang der Zeit bis zum Ende der Zeit. Es ist alles nur Heilprozess hier, ne? Innerhalb der Wahrnehmungsebene. Weil ja eine neue Wahrnehmung immer in jedem Bild, zu jedem Moment dahinter steht und auf mich wartet, dass ich sie annehme und so sehe, wie eben sie aus dem Heiligen Geist kommt und er es sieht. Und es geht nicht anders, als wirklich rigoros anzuwenden, über Körper und alles, was Körper ausmacht, hinweg zu schauen. Das ist die Schau Christi. Wahrlich hinwegzuschauen, in dieses Licht hineinzuschauen, als dieses Licht zu erschauen. Weil, und das beschreibt er hier dann ja auch weiter in diesen Begriffserklärungen, die Welt der Körper ist die Welt der Sünde, denn nur wenn es einen Körper gäbe, ist Sünde möglich. Von Sünde kommt Schuld, so sicher wie Vergebung alle Schuld wegnimmt. Und ist alle Schuld erst einmal vergangen, was bleibt dann noch?
um eine getrennte Welt an Ort und Stelle zu halten. Denn der Ort ist ebenso vergangen. Ne? Wo ich es platziert habe, am Körper oder in der Welt, ist ebenso vergangen. Zusammen mit der Zeit. Nur der Körper lässt die Welt wirklich erscheinen. Denn da er getrennt ist, könnte er nicht bleiben, wo Trennung unmöglich ist. Im Wahn, im Schöpfergeist ist Trennung unmöglich und damit Körper überhaupt nicht gegeben oder da. Vergebung beweist, dass diese unmöglich ist, weil sie sie nicht sieht. Die Vergebung sieht die Trennung nicht. Die Vergebung wird immer hergehen und versuchen, über das, was den Schmerz der Trennung ausmacht, aufzuzeigen, dass es eine neue Art und Weise gibt, dies zu sehen, darüber hinwegzublicken. Und das, was du dann übersehen wirst, wird dir nicht verständlich sein, genauso wie dessen Gegenwart für dich Gewissheit war. Und das ist ja auch der nächste Absatz 6 auch noch ganz wunderbar. Das ist der Wechsel, den wahre Wahrnehmung bringt. Das, was nach außen projiziert wurde, wird innen gesehen und dort lässt die Vergebung es verschwinden. Ganz einfach. Ja. Denn dort ist der Altar für den Sohn errichtet und dort wird der Vater erinnert. Hier werden alle Illusionen der Wahrheit überbracht und auf den Altar gelegt. Was außen gesehen wird, muss jenseits der Vergebung liegen, denn es scheint für immer sündig zu sein. Wo ist Hoffnung, solange Sünde als außerhalb gesehen wird? Welches Heilmittel kann Schuld erwarten? Doch in deinem Geist gesehen liegen Schuld und Vergebung für einen Augenblick beieinander. Das ist, wo ich den Schmerz erfahre im Menschendasein. Da ist Schuld und Vergebung stehen nebeneinander für einen Moment, beieinander, Seite an Seite, auf einem Altar. Dort werden schließlich Krankheit und ihr alleiniges Heilmittel in einer einzigen heiligen Heiligkeit verbunden. Gott ist gekommen, um auf seinen eigenen Anspruch zu erheben. Die Vergebung ist vollständig. Wunderbar. So, ich lerne, das erstmal beieinander stehen zu lassen und erkenne an, okay, es ist bereits einmal da. Das Licht scheint schon drauf. Ich werde noch mehr Licht dazu geben und darauf scheinen lassen. Ne? Und es geht um die Heiligkeit, ne? Um das Heilsein. Die einzigen heilende Heiligkeit, sie verbinden zu lassen, darin verschwindet es.
Ja, ein bisschen weiter gibt es hier noch immer noch in Kapitel 21. Ach, wir ergänzen uns gerade so schön mit diesen Texten. Ja, das ist genau dasselbe, ne? So einen Augenblick gewillt, deine Altäre frei von dem zu lassen, was du darauf gelegt hast. So kannst du nicht umhin zu sehen, was wirklich dort ist. Der heilige Augenblick ist nicht ein Augenblick der Schöpfung, sondern des Wiedererkennens. Wiedererkennen nämlich kommt von der Schau und vom Einstellen des Urteilens. Erst dann ist es möglich, nach innen zu schauen und zu sehen, was dort sein muss, deutlich sichtbar und ganz unabhängig von Schlussfolgerung und Urteil. Aufheben ist nicht deine Aufgabe, aber es liegt bei dir, es zu begrüßen oder nicht. Glaube und Verlangen gehen Hand in Hand, denn jeder glaubt an das, was er sich wünscht. Amen. Amen. Und wie wir zurückkommen, und das ist, was wir jetzt auch als solches deklarieren können, ist, hey, ich sieh mir dich an als in der Form selbst, ne, in der körperlichen Form und in meinem Geist sehe ich und kann ausdrücken, das ist das Schönste, du bist das Schönste, was ich jemals gesehen habe. Das Licht strahlt nur so aus dir. Ne? Und das ist, das stimmt wirklich. Ne? Das ist dann dieser Ausdruck der Liebe. Du bist das Schönste, was mir jemals untergekommen ist. Ne? Und das darf ich mir jetzt auch selber sagen. Ne? Ja, lieber Mann, du bist das Schönste, was ich jemals gesehen habe. Ja, und du darfst es dir selber sagen und ich darf es mir auch selber sagen. Ja. Ich bin das Schönste, was ich jemals gesehen habe. Und jeder darf es sich selber sagen. Das ist ein Kurs in Wundern. Ja, danke, danke. Danke, dass ihr alle hier seid. Wunderbar, ihr selbst am Christtag euch mit einklingt. Und auch ich war so überrascht, dass gestern Nacht bei der Christmette auch so viele dabei waren. War auch Ja, ganz war ich toll. auch. Habe auch so auf die Zahl geguckt und dachte, also bei mir war es noch eine Stunde später, aber. Ja, ich habe es ja gesehen. Ja, Ja, ich so schön. hätte noch ein, zwei Songs, oder magst du noch etwas? Du Alles kannst. ist im Licht, ne? Ja, Ja. ich danke. Später geht es weiter mit Hubert und Ute. Okay. 20:30 Uhr. Wunderbar, wunderbar. Danke, danke. Ja, danke, lieber Mann. Danke euch allen. Danke, war ganz wunderbar da. Danke dir. Ja. So this is